Was ist denn gerade mit meiner Maus los? Naja, jedenfalls willkommen zurück bei Deponia. Deponia. Okay, dann würde ich mal sagen, geht's jetzt endlich mal auf zum Dorfkern. Diese Folge soll nicht ganz so lang werden. Oh, und jetzt habe ich nicht mal meine Uhr dabei. Ach, das ist doch unhaltbar. Entschuldigung. Ich mit meinen zuverlässigen Ohren. Ah, hier. So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit Zim einlegen. Seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Ton, komm schon. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Ton, was rede ich eigentlich schon wieder? Ich sag mal ganz kurz. Bis gleich, ich muss kurz irgendeine Uhr suchen, damit ich die Zeit schon kann. Okay, ich habe jetzt mal auf die Uhr geguckt. Es ist 19:52 Uhr. Ich will mit WASD laufen. Eine super Idee. Dann geht's mal auf ins Rathaus. Was mag da wohl los sein? Ihr wisst ihr, ich weiß das noch gar nicht. Ne? weil ich mir noch gar keine Let's Plays von diesem Spiel vorher angeguckt habe. Hör mal der Reihe nach. Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Ja, das versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Na gut, dann folgen wir mal ihren Befehlen oder erstmal sprechen wir mit Lotte. Jedes Amt braucht eine gute Seele. Vielleicht sollte das mal jemand dem Bürgermeister sagen. Hallo, Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Wo ist die Frau aus Elysium? Prinzessin Wunderbar? Die liegt im Sitzungssaal. War ja klar, dass du auch ihretwegen hier bist. Es ist so typisch. Da fällt eine wunderschöne Frau vom Himmel und verletzt sich schwer. Und schon wollen hier alle helfen. Flätzchen. Ist wirklich ganz unverständlich. Ja, das wird schwierig sein. Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Wie funktioniert denn das mit den Wartenummern? Das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist bestimmt ganz kompliziert. Wie funktioniert das mit den Wartenummern? Fragst du mich das wirklich? Bist du etwa auch auf den Kopf gefallen? Naja, schon. Aber ich konnte mich lässig abrollen. Zu spät, wie es aussieht. Das da hinten ist ein Wartenummernautomat. Da bekommst du eine Wartenummer. Du ziehst eine und dann wartest du, bis sie aufgerufen wird. Die Nummer. Hui, nicht so schnell. Ich kann ja kaum mitschreiben. Kannst du mich aber nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Nicht mal für mich? Für dich ganz besonders nicht. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62. Ich glaube, das war Wenzel. Wenzel hat sich auch beworben? Aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Keine Ausnahmen. Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Dann, guck mir mal diesen komischen Automaten hier an. Was das wohl sein mag? Ich hasse Schlangen. Ah ja. Oh, eine Wartenummer. Nummer 66. Fast schon meine Glückszahl. Nummer 66. Ja, ist klar. Okay, dann fragen wir mal die Bürgermeister, ob wir zu ihm gehen. Halt! Wo willst du hin? Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Dann bis
bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro und da geht es heute der Reihe nach. Also zieh eine Wartenummer oder verschwinde! Da wir keine Wartenummer mehr ziehen wollen, können verschwinden wir besser mal in den Sitzungssaal. Cool, ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Ja, ja, hat sie gerettet. Runtergeschmissen könnte man es auch nennen, aber naja, ist ja eigentlich so. Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, Dr. Gizmo, wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte doch hier sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten, aber mach es kurz. Wie, was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein, offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten springt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha! Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Na, das ist ja eine ganz gute Idee. Bürgermeister sowas tut. Also, jetzt haben seine Pläne doch was genützt. Und er klickt über den Knopf, um ihn aufzumachen. Offenbar bereitet man sich auf ein Fest vor. Auf nimmer wie irgendwas Ruf? Hä? Ja, das würde ich jetzt auch nicht verstehen. Stimmt, das ist unverständlich. Hast du noch was zum Angucken? Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind. Und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Das Rätsel wird er wahrscheinlich niemals lösen. Das Rätsel Gizmo ist Arzt, Polizist und Feuerwehrmann in einem. An meinen besten Tagen wechselt er im Sekundentakt. Oh, da ist ja dann eine Menge los in diesem kleinen Städtchen Kuwak. Und was aber, wo aber nicht eine Menge los sein wird, ist wohl, wenn da nichts passiert mit Gown. Weil die wird weiterhin ja nicht untersucht werden können und so weiter. Selten so dämliche Hüte gesehen. Selten so... Ja, ich weiß. Mietcheck. Das labert ihr. Nette Hüte. Nette Hüte? Hab ich da einen Trend verschlafen? Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Verstehe. Und die Hosen kommen sicher von dem Typen, der vorher Abdeckplanen hergestellt hat, richtig? Hey, die hat mir meine Frau genäht. Oh. Ja, seine Frau stellt... bestimmt auch Abdeckplan her. Der Bürgermeister will was entscheiden? Wer sie aufnimmt? Lothek meint, das Mädchen soll der Dorfgemeinschaft eingegliedert werden. Und irgendwer wird sie gesund pflegen müssen. Ich hoffe, der Bürgermeister wählt mich. Sie könnte mir in den Schlammgruben helfen. Seit ich mir beim Rostschrubben die Fingerkuppen aufgeschlitzt habe, neige ich zu Nagelbettentzündungen. Du willst, dass sie für dich rostschrubbt? Das ist empörend. Wieso? Wozu brauchst du das Mädchen denn? Rufus? Rufus. Was? Ja, also... Wo ist denn das Mädchen? Wo ist das Mädchen jetzt?
weiß ich noch sie gar nicht. Sie liegt im Sitzungssaal. Dr. Gizmo ist bei ihr. Sie ist angeblich bewusstlos. Ich hoffe, ihr ist nichts Ernsthaftes zugestoßen. Ich auch. Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrohre stapeln. Oh, na gut, dann tschüss, ihr... Ich verschwinde. Jo, mit echt schönen Hüten. Also, ich weiß das zwar schon, aber das verrät uns ja was, oder? Wenn die Hüte ihre Dachdecker ähnlich aussehen teilen. Was mir auch sofort aufgefallen ist, dass dieser Ding genauso aussieht wie der Hut. Ebenso. Sehr ähnlich. Nicht in die ganze. Der hier und der dort, das weiß ich schon. Deswegen werde ich gleich mal dieses kleine Rätsel lösen. Das finde ich zwar extrem schade, aber ich habe mir schon Let's Plays davor angeguckt und ja, das war wohl nicht so intelligent auf so eine gewisse Weise, aber ich habe es einfach getan. Gleich ist Shinson 10 Minuten vergangen, deswegen gucke ich mir mal die, nehme ich mal die Magnete mit. Und dann geht es mal in die Gasse und was wohl geschehen wird, erschaffe ich erst nächste Woche. Leider tue ich es auch erst nächste Woche, was ich wirklich, wirklich schade finde. Ich habe jetzt keine Lust, das Prinzip, was ich hier zu verwenden werde, ja, zu und so weiter, und zu weitern, zu und so weiter, und so weiter. Was ich mir jetzt ausgedacht habe für meine Let's Plays, wann ich was mache und wann ich was man macht, daffe, wie auch immer. Jetzt sage ich mal nur noch, warte mal, was wollte er gerade machen? Na, egal jetzt. Hier sage ich mal nur noch, bye to next play adventure.